Willkommen, liebe Geschwister, gesegneten Sabbat, lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Okay, ich möchte jetzt heute mit euch zusammen die Feste aus der Bibel ein wenig genauer anschauen. Und ich tue das unter anderem auch aus dem Grund, weil da oftmals doch noch bestimmte Sachen nicht ganz klar sind. Auch innerhalb dieser Botschaft, die Bedeutung der Feste, wie sie sich bereits schon erfüllt haben. Und deswegen möchte ich sicherstellen, dass wir da ein richtiges Grundverständnis von haben, sodass wir, wenn wir dieses Grundverständnis haben, es dann auch in anderen Studien für unsere Zeit richtig anwenden können. Wenn ihr zu euren Notizen geht auf Seite 1, dann möchte ich zunächst diesen Punkt hervorheben, dass es zwei Arten von Gesetzen gab. Nämlich einmal das sogenannte zeremonielle Gesetz und das moralische Gesetz oder die 10 Gebote. Ich werde das einmal hier hinschreiben. Hier ist Platz. Es gab also das Gesetz. Und da wurde das wurde auch unterteilt, einmal in das Zeremonielle. Und in das Moralische. Und das moralische Gesetz waren die 10 Gebote. Und wir wissen ja, die 10 Gebote wurden auf was geschrieben damals? Genau, auf zwei steinerne Tafeln. Und lasst uns jetzt lesen, was Schwester White dazu sagt, zu diesen beiden Arten von Gesetz. Hier in Science of the Times, 15. Juli 1880, Paragraph 1 und 2. Da sagt sie Folgendes. Zusätzlich zu den Tafeln des Zeugnisses, also von welchem Gesetz handelt das jetzt? Die Tafel des Zeugnisses, was war da drauf geschrieben? Genau, die 10 Gebote. Also zusätzlich zu den Tafeln des Zeugnisses, die dem Mose auf dem Berg gegeben wurden, erhielt er das rituelle oder zeremonielle Gesetz und vollständige Anweisungen bezüglich des Erbauens der Stiftshütte. Also wir sehen, er hat zusätzlich zu diesen 10 Geboten, die auf zwei steinerne Tafeln gegeben wurde, hat Mose dann noch dieses zeremonielle Gesetz bekommen. Und im nächsten Paragraph sagt Ellen White, was damit passierte, als Christus starb. Es ist dieses Gesetz der Zeremonien, also hier dieses zeremonielle Gesetz, welches in dem Tod Christi seine Erfüllung fand, als der Typus auf den Antitypus traf, was in unseren Tagen so häufig mit dem Moralgesetz der 10 Gebote verwechselt wird, welches mit dem Finger Gottes auf Stein eingraviert wurde und das so ewig ist wie der Thron Jehovas. Also wir wissen, dass viele protestantische Gemeinden heute lehren, dass das Moralgesetz abgeschafft worden ist. Ja, dass nicht dieses zeremonielle Gesetz nur abgeschafft wurde, sondern auch das Moralgesetz, die 10 Gebote ebenso. Und das ist natürlich, das ist nicht haltbar, denn Gott
muss uns ja immer noch zeigen, was gut und was böse ist. Und das tut er durch dieses moralische Gesetz. Aber das zeremonielle Gesetz war dazu da, wie sie hier sagt, ja, auf Christus hinzuweisen. Und dieses Gesetz wurde dann aber abgeschafft, als Christus am Kreuz starb. Das sehen wir jetzt auch hier im nächsten Zitat. Da steht aus dem Review and Herald, 26. Juni 1900, Paragraph 8. Als der Typus auf den Antitypus im Tode Christi traf, endeten die Opfergaben. Das zeremonielle Gesetz wurde hinweggetan. Aber durch die Kreuzigung wurde das Gesetz der 10 Gebote bestätigt. Also was sagt Ellen White jetzt hier bezüglich dieser beiden Gesetze? Was passierte am Kreuz? Genau, also ich tue jetzt einfach mal das Kreuz hier in die Mitte. Ja, und hier, wir sehen hier, am Kreuz wurde das zeremonielle Gesetz hinweggetan. Also wäre das Gesetz abschaffbar, hätte Jesus nicht sterben müssen. Richtig. Und das moralische Gesetz der 10 Gebote wurde jetzt bestätigt, richtig? Das heißt, es wurde nicht hinweggetan. Genau. Also genau das Gegenteil bestätigt. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was mit dem zeremoniellen Gesetz passiert ist. Es wurde bestätigt. Und warum wurde es bestätigt? Inwiefern? Das war die Erfüllung. Ja, also das Kreuz des Todes war die Erfüllung von dem zeremoniellen Gesetz, denn all die ganzen Opfer haben ja auf den Opfertod Christi hingedeutet. Aber warum wurden die 10 Gebote jetzt bestätigt? Durch das Sünde, Sohn ist der Tod, denn ja, jemand muss zahlen für das, was angerichtet worden ist. Ganz genau. Ja, also das Gesetz wurde zum Erhalt des Lebens gegeben, aber wenn das Gesetz übertreten wird, dann trennt man sich vom Leben. Das heißt, jetzt wird das Gesetz zu etwas, was das Leben fordert, also tötet. Und da Christus unsere Übertretung des Gesetzes auf sich genommen hat, kann man sehen, als er gestorben ist, dass das Gesetz diese Aufgabe erfüllt hat. Denn das Gesetz hat ihn somit getötet. Es hätte eigentlich uns töten müssen, aber weil er gestorben ist, wurde dadurch das Gesetz erfüllt. Ja. Hätte man das Gesetz aufheben können, dann hätte er nicht sterben brauchen. Ja. Aber genau weil er gestorben ist, zeigt es, dass sich das Gesetz erfüllt hat. Genau. Also Ellen White schreibt das auch im großen Kampf. Ja, hätte Gott einfach das moralische Gesetz irgendwie ändern können, ja, dann hätte Christus nicht sterben müssen, weil dann hätte Gott ja sagen können, okay, ihr habt jetzt gesündigt, ihr habt mein Gesetz übertreten, aber ich ändere jetzt einfach mal schnell mein Gesetz, dass es nicht mehr Sünde ist, was ihr getan habt, und dann wäre alles schön und gut gewesen, hätte Christus nicht sterben müssen. Aber gerade weil Christus gestorben ist, zeigt es, dass dieses Gesetz niemals geändert werden kann. Ja. Und dadurch wurde es bestätigt. Okay. Die nächsten beiden Zitate geben letztendlich den gleichen Gedanken wieder, deswegen werden wir sie nicht komplett lesen, sondern einfach nur kurz überfliegen. Könnt ihr euch ja dann selber noch in Ruhe durchlesen. Dort steht, wir lesen ab dem Fettgedruckten, das ist jetzt über die Juden die Rede. Da steht, sie, die Juden, entschieden sich, dass Christentum sich mit den jüdischen Gesetzen und Zeremonien verbinden müsse. Sie waren schwerfällig darin, das Ende dessen zu erkennen, was beim Tode Christi abgeschafft worden war. Also auch wieder hier diese Zeremonien sind beim Tode Christi abgeschafft worden. Und zu erkennen, dass alle ihre Opfer nichts als allein den Tod des Sohnes Gottes vorausgeschattet hatten, in welchem der Typus auf den Antitypus traf, sodass die göttlich angeordneten Zeremonien und Opfer der jüdischen Religion als wertlos zurückgelassen wurden. Ja, also auch nochmal ganz klare Aussagen. Das zeremonielle Gesetz ist beim Kreuz abgeschafft worden. Es hatte keine weitere Funktion mehr. Das nächste Zitat können wir überspringen. Ist genau das gleiche Gedanke.
Jetzt kommen wir zu Kolosser Kapitel 2. Ja, und hier spricht jetzt Paulus von diesen ganzen Zeremonien, die Gott damals im Alten Testament eingesetzt hat, um den Erlösungsplan zu veranschaulichen, um auf den Tod Christi hinzudeuten und auf sein Wirken, wie er uns erlösen wird. Und Bruder Mark hat eben ja gerade das Heiligtum aufgezeichnet gehabt. Ja, das war ein Teil dieses zeremoniellen Dienstes, dieser Rituale, die sie dort vollbringen mussten. Und Paulus lässt uns jetzt hier einige dieser Zeremonien und Rituale wissen in Kolosser Kapitel 2. Dort steht ab Vers 16 und 17 folgendes. So lasset euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also, ja, wenn man das einfach nur oberflächlich liest, dann könnte man sogar meinen, ja, dass Paulus sagt, du kannst trinken und essen, was du willst. Steht doch hier. Er sagt doch hier, lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank. Ja, deswegen trinkt und esst einfach, was ihr wollt. Und auch wegen den Sabbaten. Ja, so egal, welchen Sabbat du hältst. Ja. Ist das das, was er hier sagen will? Ja. Denn was sagt Vers 17? Das sind alles Schatten oder Symbole. Genau, das sind alles Schatten. Ja, auf wen? Also wer hat das Wesen? Was sagt Vers 17 hier? Christus. Ja, deswegen dein normaler, das, was du normalerweise trinkst oder isst, ist das ein Schatten auf Christus hin? Nein. Ja. Und ist der Sabbat des 4. Gebotes aus den 10 Geboten, ist das ein Schatten auf Christus hin? Nein. Ja. Deswegen, ja, diese Sabbate, die hier gemeint sind, sind die sogenannten zeremonialen Sabbate. Und das werden wir uns jetzt anschauen, wenn wir uns gleich die Feste anschauen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Sabbat. Mhm. Nämlich einmal den Siebentags-Sabbat und einmal diesen zeremoniellen Sabbat. Diesen Fest-Sabbat. Diesen Fest-Sabbat, der nur an bestimmten Festen eingehalten werden musste. Einen Augenblick, ich muss das kurz mal aufschreiben. Also auch beim Sabbat ja, gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal wieder einen zeremoniellen. Und dann gibt es diesen wöchentlichen Sabbat. Und ich schreibe jetzt hier siebenten Tags Sabbat. Ja, und das ist das 4. Gebot, aus den 10 Geboten. Okay, also, und wir haben schon gesehen, dieses moralische Gesetz, wovon dieser 7. Tag Sabbat ein Teil ist, das bleibt ewiglich bestehen. Aber diese zeremoniellen Sabbate, die waren Teil dieses zeremoniellen Gesetzes und die sind abgeschafft worden mit dem zeremoniellen Gesetz. Und du hast noch einen Punkt, den du in Vers 14, das war noch ein wichtiger Punkt, da heißt es, dass diese wie sagt man, Ordinances, Satzung. Ja, genau, dass sie gegen uns waren, mhm. Heißt es. Und Christus sagt, der Sabbat war für den Menschen gemacht. Also da kann man auch ganz einfach sehen, dass diese Satzungen hier waren nicht gegen den Menschen, sondern sie waren für den Menschen. Also der wahre Sabbat ist für den Menschen, aber diese Satzungen sind gegen den Menschen. Okay. Und lass uns noch zu Hebräer Kapitel 9 gehen, um zu sehen, dass in diesem Heiligtumsdienst ja diese Speis- und Trankopfer und so weiter dargebracht worden sind. Ja, und diese Waschungen durchgeführt worden sind und dass das hier der Punkt ist, den Paulus in Kolosser anspricht. Das sind alles diese Schatten gewesen. Hebräer 9,
ab Vers 8. Vers 8 bis 10 lesen wir. Da sagt Paulus: Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere oder eine andere Übersetzung ist, das erste Zelt bestanden hat. Ja, das erste Zelt, was er hier in diesem Kapitel erwähnt, ja, könnt ihr selber nachher noch nachlesen, ist diese Stiftshütte gewesen, die auf Erden war. Ja, also es gab hier einmal die Stiftshütte auf Erden. Und was hat sie vorausgestattet? Oder veranschaulicht? Den himmlischen Tempel. Ja. Deswegen, ja, solange dieser irdische Tempel da war, ja, war der Weg zum himmlischen Tempel noch nicht offenbar gemacht. Und dann lesen wir, was aber in diesem irdischen Tempel stattfand, Verse 9 und 10. Dort steht: Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden. Also was wird dort dargebracht? Gaben und Opfer. Das ist also hier noch dieses zeremonielle Gesetz im Alten Testament gewesen. Die, was das Gewissen anbelangt, nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Und woraus besteht dieser Gottesdienst? Sagt jetzt weiter im Vers 10. Der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht. Also woraus bestand dieser alte Gottesdienst? Speisen, Getränken, Waschungen. Genau. Ja, das ist, was Paulus in Kolosser meint. Ja, wo er sagt, lasst euch niemand richten jetzt wegen Speise und Trank. Ja, das waren alles ein Typus auf Christus hin. Das waren diese Speis- und diese Trankopfer, die dort dargebracht worden sind. Und dann sagt er hier, dass diese Speisen und diese Getränke und diese Waschungen, die in diesem Gottesdienst vollbracht worden sind, bis zu dieser Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Und das war dann hier am Kreuz, wo diese andere Ordnung eingeführt worden ist, genau das Neue Testament. Das war der Übergang vom Alten hin zum Neuen Testament im Kreuz. Okay, und jetzt möchte ich auf die Feste zu sprechen kommen und auf diese zeremonialen Sabbate. Und bevor wir das tun, möchte ich einfach eine generelle Frage in den Raum werfen. Wer von euch weiß, wie viele Feste es pro Jahr gab? Diese religiösen Feste, die Gott eingesetzt hat. 12 ist einmal hier die Rede. 7, richtig? 7 Feste pro Jahr. Und kann jemand die aufzählen? Das erste Fest war das Passa, genau. Das zweite Fest war? Erstlingsbock. Nee. Ungesäuerte Brote, richtig. Dritte Fest war? Fest der Erstlinge, genau. Vierte Fest war welches? Pfingsten, genau. Das fünfte Fest war? Fest der Posaunen. Das sechste Fest war? Was? Große Versöhnungstag. Und das letzte Fest im Jahr war das Laubhüttenfest. Ja, und wir werden uns jetzt kurz, ja, diese einzelnen Feste anschauen und dann sehen, dass dort in diesen verschiedenen Festen, ja, es diese zeremoniellen Sabbate gab. Und was bedeutet denn Sabbat? Ja, Ruhe. Richtig. Ja, das habe ich euch hier rauskopiert aus der Strong's Definition. Und da steht, wenn wir nur das Fettgedruckte lesen, die Definition ist Ruhen, das heißt Ablassen von Anstrengung. Ja, also von allen Arbeiten sollte man hier am Sabbat ablassen. Alle diese ganzen Werkstätigkeiten, die man in den anderen Tagen tat, sollte man am Sabbat ruhen lassen. So, und jetzt möchte ich mit euch zwei Beispiele anschauen, wo dieser zeremonielle Sabbat erwähnt wird. Gehen wir dazu erstmal zu 3. Mose 23 in euren Bibeln. Und lesen wir die Verse 6 und 7.
Dann möchte ich einfach nur herausstreichen, dass dort ja ein zeremonieller Sabbat erwähnt wird. Okay, da steht, und am 15. Tag desselben Monats, das ist der, wenn wir gleich sehen noch, ist der erste Monat, ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Also welches Fest ist jetzt hier erwähnt? Fest der ungesäuerten Brote, genau. Und lesen wir jetzt Vers 7. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Also was sollten sie am ersten Tag dieses Festes tun? Keine Arbeit. Genau, sie sollten keine Arbeit verrichten. Ja, und sie sollten sozusagen von ihrer Arbeit ruhen. Und wenn du von der Arbeit ruhst, ist das im Hebräischen ein Sabbat, ja, ein Schabbat. Lesen wir das zweite Beispiel dafür. 3. Mose, Kapitel 23, also gleiches Kapitel, Verse 27 bis 28 und dann noch die Verse 31 bis 32. Oder, ne, das reicht schon, Verse 27 und 28 und dann Vers 32. Das ist jetzt über den großen Versöhnungstag die Rede. Da steht, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der soll euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ihr sollt an diesem Tag was tun? Keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Also hier sehen wir wieder, keine Arbeit an diesem Tag soll verrichtet werden. Und dann erklärt Gott das weiter im Vers 32, was es ist. Steht, ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Ja, also wie nennt Gott den großen Versöhnungstag? Was war er? Ein Sabbat der Ruhe, genau. Ja, weil sie dort keine Werksarbeit verrichten sollten. Nun, warum waren das jetzt keine wöchentlichen Sabbate unbedingt? Warum waren das jetzt diese zeremoniellen Sabbate? Was war denn das Besondere an diesen Sabbaten im Vergleich zu den siebenten Tag-Sabbaten? Das musste man immer neu berechnen, was sie sind. Genau. Er war nicht am siebten Tag. Nicht unbedingt. Er konnte am siebten Tag sein, ja, aber musste nicht. Denn was steht denn zum Beispiel? Der große Versöhnungstag steht in Vers 27. War wann? Am 10. Tag des 7. Monats. Ja, ist der 10. Tag des 7. Monats jedes Jahr der gleiche Wochentag? Nein. Ja. Deswegen, mal konnte es ein Montag sein, dann konnte es wieder ein Mittwoch sein, dann konnte es ein Donnerstag sein, dann konnte es sogar auch ein Samstag sein. Ja, aber es musste nicht immer der 7. Wochentag sein. Ja, genauso in unserem Kalender. Zum Beispiel, wenn du sagst, wann hast du Geburtstag? Dann muss ich jetzt nicht sagen, aber nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Du hast am 1. Januar Geburtstag. Ja. Ist der 1. Januar immer der gleiche Wochentag jedes Jahr? Ja. Nein. Ja. Deswegen, wenn du sagst, das Fest findet immer am 10. Tag des 7. Monats statt, bedeutet das, dass jedes Jahr ein anderer Wochentag sein kann. Es kann aber auch dann dieser 7. Tag Sabbat sein. Deswegen, das ist nicht ausgeschlossen. Aber ganz gleich, welcher Wochentag es war, sie sollten auf jeden Fall einen Sabbat halten dort. Ja, deswegen sehen wir, dass dieser Sabbat ein anderer Sabbat war als dieser Wochensabbat. Okay, und das können wir auch sehen, wenn wir uns jetzt mal die ersten Verse hier anschauen in Kapitel 23. Denn in Kapitel 23 erklärt der Herr uns diese sieben Feste. Lesen wir erstmal die Verse 1 bis 3. Dort steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Also was wird Gott jetzt tun nach diesen Versen? Die Feste erklären. Genau, er wird uns jetzt die Feste erklären.
Und jetzt lesen wir mal Vers 3, womit er beginnt. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Welcher Sabbat ist das jetzt, den Gott hier erwähnt? Schön, was ist? Genau, das ist der 7. Tag Sabbat aus den 10 Geboten. Es steht nämlich 6 Tage lang sollst du arbeiten und am 7. Tag ist dann der Sabbat des Herrn. Also wir sehen hier, Gott bezeichnet den 7. Tag Sabbat als ein Fest. Ja. Aber was tut der Herr jetzt folgendermaßen in Vers 4? Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Und dann geht der Herr weiter und erklärt die anderen Feste. Also er beginnt jetzt mit dem Passa, mit dem ersten Jahresfest. Ja, deswegen können wir schon mal hier, ich schreibe jetzt hier schon mal Passa hin. Ja, das war das erste Jahresfest. Und wann fand das statt nach Vers 5? Was steht in Vers 5? 14. Tag bis 1. Genau, es war der 14. Tag. Also 14T für 14. Tag im ersten Monat. Okay. Und wir haben gesehen, aber davor in Vers 4 leitet der Herr jetzt diese ganzen Feste mit folgender Aussage ein. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Ja, und hat er das nicht zuvor auch schon in Vers 2 gesagt? Was hat Gott in Vers 2 gesagt? Ja, da steht, in Vers 2 steht, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Ja, also die gleiche, oder scheinbar die gleiche Aussage. Aber warum erwähnt Gott es zweimal? Weil es zwei Gruppen sind oder zwei Richtungen. Das ist ein Unterschied, weil beim zweiten Mal sagt er, das sind festgesetzte Festzeiten. Amen. Und das war beim Vers 2 nicht. Also er sagt erst den Sabbat, aber der Sabbat ist unterschiedlich zu den festgesetzten Festzeiten, die dann danach. Amen. Ja, Gott möchte einen Unterschied machen zwischen dem 7. Tag Sabbat, den er zuerst erwähnt, ja, der immer jeden 7. Tag stattfindet, und dann in Vers 4 sagt er, ja, jetzt kommen die Feste, die zu festgesetzten Zeiten stattfinden. Ja, und zwar ist der 14. Tag des ersten Monats eine festgesetzte Zeit, die Gott bestimmt hat, wo jedes Jahr hat Gott diese Zeit festgesetzt, wo das Passa stattfinden sollte. Ja. Und dann die anderen Feste hat er ebenso immer ein klares Datum zugeordnet. Ja, deswegen, der Herr möchte hier klar machen, dass er den 7. Tag Sabbat und die anderen Sabbate, diese zeremoniellen Sabbate, jetzt voneinander unterscheiden möchte. Ja, er sagt einmal, das ist der 7. Tag Sabbat, und jetzt erkläre ich euch noch die anderen Sabbate, die zu ihren festgesetzten Zeiten kommen werden. Okay? Und das kann man weiter bestätigen, denn ja, Gott erklärt jetzt diese 7 Feste hier in diesem Kapitel. Und was sagt er jetzt in Vers 37? Jetzt ja, von Vers 4 an bis Vers 37 erklärt er jetzt diese 7 Feste. Und was sagt er jetzt hier in Vers 37? Da steht, das sind die Feste des Herrn. Ja, also er macht nochmal jetzt eine Zusammenfassung und sagt, das sind jetzt alle Feste gewesen, diese 7 Feste, die ich euch gesagt habe. Und zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen, jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich
zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Also Gott sagt, einmal hast du hier die Feste, diese 7 Feste, und da sollt ihr diese ganzen Gaben und Opfer da bringen, zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn. Wenn ich sage, ich habe 5 Schafe und zusätzlich habe ich noch 7 Kühe, sind dann die 7 Kühe gleich wie die 5 Schafe? Nein, sondern er sagt, ich habe einmal das und zusätzlich dazu habe ich noch das. Ja, deswegen sagt Gott, ihr habt die 7 Feste und zusätzlich dazu habt ihr noch den Sabbat des Herrn, diesen 7. Tag-Sabbat. Okay, kennt ihr das? Okay, und das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass Gott hier deutlich zeigen möchte, dass er einen Unterschied macht zwischen den 7. Tag-Sabbat, das auch eine heilige Versammlung war, und diesen festgesetzten Festen, ja, die auch Sabbate waren, aber die zusätzlich dazu waren. Ja? Eine Sache zu den Festzeiten hier in Vers 4. Mhm. Dieses Wort für diese Festzeiten dort ist dasselbe Wort, das auch in der Schöpfung verwendet wird, am 4. Tag, wenn er die Lichter des Himmels macht, die Sonne und den Mond und so weiter, zur Bestimmung von Zeiten heißt es dort. Und das Wort Zeiten ist genau dasselbe wie hier. Und da kann man sehen, dass bestimmte Feste, die mussten bestimmt werden anhand der Sonne und des Mondes, ja, um zu wissen, wann ein bestimmter Monat ist, wann das Jahr anfängt und so weiter. Mhm. Aber um den Wochentag zu bestimmen, muss man einfach nur bis 7 zählen. Dafür braucht man nicht, da sieht man den Unterschied, man braucht dafür nicht den Mond und so weiter. Ganz klar. Aber für die Feste brauchte man diese Zeiten, und man sieht das eben hier, Zeiten ist dasselbe Wort wie in 1. Mose, als der Mond zum Beispiel erschaffen wurde. Genau. Ja. Also bei der Schöpfung haben wir diese Himmelsgestirne, die gegeben worden sind, um die Zeiten zu bestimmen. Deswegen, ja, den 7. Tagszyklus hat Gott ganz am Anfang eingesetzt, den müssen wir nicht anhand der Himmelsgestirne bestimmen, sondern der ist ewig und geht immer weiter. Aber ja, woran haben denn die Juden damals bestimmt, wann ein Jahr anfing? Den Lunarkalender, also mit den Genau, sie haben sich an den Mond orientiert. Am Mond und an der Gerstenernte. Ja. Werden wir auch gleich noch lesen. Deswegen, um das, den Beginn des Jahres zu identifizieren, brauchten sie die Himmelsgestirne. Und dann mussten sie, wenn sie den Beginn des Jahres identifiziert haben, mussten sie dann davon 14 Tage berechnen, und dann kamen sie zu dem ersten Fest. Und deswegen, dafür brauchten sie diese Himmelsgestirne. Den Mond vor allen Dingen. Aber für den 7. Tag-Sabbat brauchten sie das nicht. Da gab es diesen Unterschied. Ja, denn dort war dieser 7. Tag-Zyklus von Gott eingesetzt gewesen. Okay. Lasst uns weitergehen. Und zwar lasst uns jetzt zum ersten Fest gehen, zum Passa. 3. Mose 23, Verse 4 und 5 haben wir bereits schon gelesen. Lasst uns nochmal Vers 5 lesen. Da steht, im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit ist das Passa des Herrn. Also hier fand also dann zur Abendzeit dieses Passa statt. Und das Passa, was war das Passa in diesem Fest? Wann wurde das Passa denn das erste Mal eingesetzt? Genau, als sie aus Ägypten hinauskamen. Und was war das Passa? Also was war dieses Opfer, was sie bringen? Genau, sie mussten ein Lamm opfern. Und dieses Lamm, ja, lasst uns zu 1. Korinther 5 gehen. Und lasst uns dort Vers 7 lesen. Steht folgendes. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus.
Also wer ist das wahre Passahlamm nach diesem Vers? Christus, ganz genau. Ja, und inwiefern ist er das wahre Passahlamm? Was mussten die Juden nochmal machen beim Auszug aus Ägypten mit dem Passahlamm? Ja, aber davor, oder was mussten sie zuerst machen? Sie mussten es schlachten. Und was dann? Genau, das Blut nehmen und an die Türpfosten streichen. Und wozu hat das gedient? Genau, vor was? Genau. Zum Schutz vor dem Gericht Gottes, richtig? Das über alle dort erging. Ja, deswegen, inwiefern schützt Christi Blut uns auch vor dem Gericht Gottes? Ja, so sehen wir, wie sich das dort erfüllt hat. In dem Opfertod Christi. Und wir können dazu noch ein paar Zitate oder zwei Zitate lesen von Ellen White, wo sie hier im großen Kampf darüber spricht und im Leben Jesu. Da sagt sie Folgendes. Das ist auf Ende von Seite 2. Diese Vorbilder, also sie spricht jetzt über diese ganzen Feste, und sie sagt, das waren Vorbilder. Diese Vorbilder erfüllten sich nicht nur hinsichtlich des Ereignisses, sondern auch hinsichtlich der Zeit. Am 14. Tag des ersten jüdischen Monats, dem gleichen Tag und Monat, an dem 15 Jahrhunderte lang das Passahlamm geschlachtet worden war, setzte Christus, nachdem er das Passa mit seinen Jüngern genommen hatte, jene Feier ein, die an seinen eigenen Tod als Gottes Lamm, welches der Sünde trägt, erinnern sollte. In derselben Nacht wurde er von gottlosen Händen ergriffen, um gekreuzigt und getötet zu werden. Also wann ist Christus gestorben? An welchem Tag? An welchem Monat? Genau, er ist genau hier am 14. Tag des ersten Monats auch tatsächlich gestorben. Ja. Denn was haben wir gelesen? Typus hat den Antitypus erfüllt. Sie haben sich getroffen. Ja, der Typus war dieses buchstäbliche Lamm, und hat auch das geistliche Lamm auf Christus hingedeutet. Und das war dann sogar zur selben Zeit, am 14. Tag des ersten Monats. Und was hat er hier noch getan? Was lesen wir hier? An diesem gleichen Abend, wo Christus selber dieses Passahlamm gegessen hat, was hat er eingesetzt? Was steht hier? In dem Zitat. Ende auf Seite 2. Es steht, er hat jene Feier eingesetzt, die an seinen eigenen Tod als Gotteslamm, welches der Sünde trägt, erinnern sollte. Und welches war das? Abendmahl, genau. Richtig. Ja. Er hat dieses Abendmahl anstelle des Passafestes eingesetzt. Lesen wir noch, dazu kommen wir gleich, und ich möchte aber zuvor noch hier aus dem Leben Jesu lesen. Seite 641, das findet ihr auf Seite 3 ganz oben. Da steht, wir lesen nur das Fettgedruckte, da ist er jetzt mit seinen Jüngern zusammen bei der letzten Fußwaschung, dem letzten Abendmahl, und da steht, er wusste, also Jesus wusste, dass seine Zeit gekommen war. Er selbst war das wahre Opferlamm. An dem Tage, an dem das Passa gegessen wurde, würde er geopfert werden. Also hier auch nochmal ganz klar. Ja, er ist genau dort gestorben, wo das Passa gegessen wurde. Gehen wir jetzt zu Leben Jesu, Seite 652, Paragraph 2. Das ist jetzt die englische Seitenzahl diesmal, die ich angegeben habe. Und dort lesen wir jetzt über dieses Abendmahl, was er eingesetzt hat, anstelle des Passers. Da steht, Christus stand am Schnittpunkt zweier religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen Feste. Ja, welche Ordnungen, was meint sie damit? Diese zwei religiösen Ordnungen. Zeremoniell und das. Ja. Also, das ist vielleicht ein bisschen misszudeuten, wie ich das hier illustriert habe. Ich wollte einfach nur aufzeigen, dass am Kreuz ja, eins abgeschafft worden ist und eins bestätigt worden ist. Das soll jetzt hier nicht den Übergang darstellen. Denn das Moralische gab es ja auch schon vorher, vor dem Kreuz. Zeitlicher Ablauf. Ja. Also, es soll kein zeitlicher Ablauf sein. Aber der alte und der neue Bund. Genau, es war der alte und der neue Bund. Ja, der alte Bund war
bestehend aus diesen ganzen Zeremonien. Und welches Fest meint sie jetzt hier? Dieser alte Bund hatte ein Hauptfest und der neue Bund hat jetzt hier ein Hauptfest. Lesen wir weiter. Denn sie sagt hier, Christus stand am Schnittpunkt zweier religiöser Ordnungen und ihrer jeweiligen Feste. Er, das fleckenlose Lamm Gottes, war kurz davor, sich selbst als ein Sühnopfer darzureichen, auf das er damit dem System der Typen und Zeremonien ein Ende setzen würde, welches für 4000 Jahre auf seinen Tod hindeutete. Also hier sagt sie auch nochmal schwarz auf weiß. Ja, die ganzen Typen und Zeremonien haben was gemacht? Genau, auf den Tod hindeutet. Und das steht, als er das Passa mit seinen Jüngern aß, setzte er an dessen Statt den Dienst ein, der ein Gedenkstein für sein großes Opfer sein sollte. Also was hat er gemacht? Er hat jetzt einen Gedenkstein eingesetzt anstelle des... Ja, aber was sagt sie genau hier? Des Passas. Ja, deswegen... Das Passa ist ersetzt worden durch dieses neue Fest, was sie jetzt hier sagt. Das nationale Fest der Juden, das war das Passa, sollte weiter bestehen. Steht das hier? Nein. Das nationale Fest der Juden sollte für immer zu Ende sein. Also sollen wir heute immer noch das Passa feiern? Nein. Passa hat natürlich bestimmte Prinzipien, die es immer noch für uns heute lehrt. Ja, wir haben ja gesehen, was bedeutet es, Christi Fleisch zu essen? Wie man dieses Lamm essen sollte, ja, das Fleisch des Lammes, sagt ja auch Jesus, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und was bedeutet das? Was hat Bruder Mark euch gerade gezeigt? Genau, das Wort Gottes in uns aufnehmen. Ja. Deswegen, in diesem Sinne, folgen wir diesem Prinzip des Passers, aber es ist nicht mehr dieses Fest, was wir feiern sollen. Den Dienst, den Christus einsetzte, sollte für alle Zeitalter von seinen Nachfolgern in allen Ländern beobachtet werden. Also wir sehen hier, das Abendmahl hat also die Stelle des Passafestes eingenommen. Ein für alle Male, bis Jesus wiederkommt. Denn Jesus hat gesagt, tut dies, bis ich wiederkomme. Ja, und auch im zweiten Zitat sagt sie das. Da müssen wir einfach nur das Fettgedruckte lesen. Ganz am Anfang, da steht, indem er den Heiligendienst anstelle des Passas eingesetzt hatte, hat Christus seiner Gemeinde einen Gedenkstein für sein großes Opfer für den Menschen hinterlassen. Also auch hier sehen wir, ja, anstelle des Passas wurde jetzt das Abendmahl eingesetzt. Und dann sagt sie auch, dass es für immer, das Passa für immer abgeschafft wurde. Okay, also sehen wir ganz klar, ja, das Passa hat sich also in Christus erfüllt, als er am Kreuz starb. Ja, nicht nur das Ereignis, sondern auch auf den Zeitpunkt hin hat sich das genau erfüllt. Christus ist genau an dem gleichen Tag gestorben, wo das Passa dargebracht wurde. Gehen wir jetzt zum zweiten Fest. 3. Mose 23, Verse 6 bis 8. 3. Mose 23, Verse 6 bis 8. Da steht jetzt Folgendes. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Also an welchem Tag findet es statt? Genau. Am 15. Tag des ersten Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und ich habe das jetzt abgekürzt. Tag des ersten Monats Feste der ungesäuerten Brote. Und lasst uns weiterlesen.
Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Also wie lange ging dieses Fest? 7 Tage. 7 Tage, genau. Das heißt, bis wohin bringt uns das, wenn man 7 Tage jetzt hinzuaddiert? 21. Genau, bis zum 21. Tag des ersten Monats. Ne? Also hier endete es sozusagen. Ja, das soll einfach das Ende darstellen. Ja, 7 Tage. Ja, 7 Tage. Und wofür steht jetzt, oder lasst uns erstmal noch Vers 7 lesen. Da steht, am ersten Tag dieses Festes sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Also was war denn folglich dieser erste Tag des Festes? Genau, ein Sabbat. Aber was für ein Sabbat? Ein Zeremoniell. Genau, ein zeremonieller Sabbat. Ein hoher Sabbat. Nein, ein hoher Sabbat ist immer, wenn ein Wochensabbat und ein zeremonieller aufeinander trifft. Okay. Das ist zumindest so, was ich bisher gelesen habe. Aha. Also hier, das war ein zeremonieller Sabbat. Und ich kürze das einfach mal mit ZS ab. Zeremonieller Sabbat. Und lasst uns jetzt Vers 8 lesen. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Also was war denn der 7., also der letzte Tag des Festes? Wieder ein zeremonieller Sabbat. Ja. Also jetzt habe ich wieder Z, S hin, der zeremonieller Sabbat. Mhm. Ist es vielleicht der 22. und nicht der 21. Okay, können wir mal die Rechnung machen. 15. ist der erste Tag. Ja. 16., 17., 18., 19., 20., 21. Das ist einfach, wenn man muss halt den Tag mit einrechnen und dann. Ja. Da kann man sich echt schnell vertun, das ist kein Problem. Ja. Da habe ich mich auch schon ein paar Mal mit verrechnet. Okay. Also wir sehen hier 2 zeremonielle Sabbate in diesem Fest beinhaltet. Und wofür steht denn der Sauerteig? Denn es soll ja ungesäuertes Brot sein, was gegessen werden soll. Lass uns dazu zu 1. Korinther Kapitel 5 gehen. Da haben wir eben gerade über das Passahlamm gelesen, über Christus. Und lasst uns jetzt Vers 8 lesen. 1. Korinther 5, Vers 8. Da steht: So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja. Also wofür steht der Sauerteig? Der Ungesäuerte für Wahrheit und Lauterkeit. Genau, Ungesäuerte steht für Wahrheit und Lauterkeit. Und der Sauerteig ist hier ein Symbol für Bosheit und also für die Sünde. Deswegen, diese ungesäuerten Brote stellen ja diese Sündlosigkeit dar. Was ist denn passiert? Also Christus ist ja am 14. Tag des ersten Monats als wahres Passahlamm gestorben. Und was war mit Jesus am 15. Tag des ersten Monats, also einen Tag nach dem Passahlamm? Genau, Christus ruhte im Grab. Ja. Und hatte Jesus in sich irgendwelche Sünde? Nein. Das ist, symbolisiert seine Sündlosigkeit, die er in sich hatte. Er war dieses ungesäuerte Brot. Und wenn man ungesäuertes Brot backt, das ist einfach ein interessantes, sag ich mal, ein interessanter Aspekt davon, weil Gott lehrt uns ja auch diese geistlichen Wahrheiten durch die alltäglichen Dinge oder die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die er eingesetzt hat. Was tut ungesäuertes Brot nicht, wenn man es backt?
Genau, es steigt nicht auf, richtig? Deswegen, auch hier kann man dann zumindest die Idee davon bekommen, ja, dass Christus als ungesäuertes Brot, er ist nicht von den Toten auferstanden an diesem Tag, sondern er ist im Grab geblieben. Ja, das ist zumindest eine Idee, die man, anbringen kann. Wie dem auch sei, gehen wir zum nächsten Fest und schauen wir, oder lassen wir uns mal dieses Zitat lesen, was ich hier noch rauskopiert habe, als Patriarchen und Propheten, Seite 520, Paragraph 3. Da steht, auf das Passa, sind wir jetzt hier, folgte das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote. Also Passa zuerst, dann das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Genauso wie wir es hier aufgezeichnet haben. Kommen wir jetzt zum nächsten Fest, zum dritten Fest. Gehen wir zurück zu 3. Mose 23, also 3. Mose Kapitel 23. Und das ist jetzt das nächste Fest, das dritte Fest. Da steht, und der Herr, ab Vers 9 bis Vers 11 lesen wir. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Also das ist jetzt gar nicht so einfach, einfach nur basierend auf diesem Text zu sagen, wann dieses Fest der Erstlinge war. Was sagt die Bibel in Vers 11? Wann sollte der Priester diese Gabe darbringen? Am Tag nach dem Sabbat. Jetzt ist nur die Frage, ist es jetzt der Wochensabbat damit gemeint oder ist es dieser zeremonielle Sabbat damit gemeint? Und wenn es der zeremonielle Sabbat ist, ist es der erste zeremonielle Sabbat damit gemeint oder der zweite? Okay. Nun, um zu zeigen, ja, dass es nicht der zweite zeremonielle Sabbat sein kann, müssen wir erstmal herausfinden, wofür steht denn diese Erstlingsgabe eigentlich? Gehen wir dazu zu 1. Korinther, Kapitel 15 und lesen wir Vers 20. 1. Korinther 15, Vers 20. Okay, alle da. Da steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Also auf wen bezieht sich die Erstlingsgabe? Christus. Auf Christus, er ist der Erstling. So. Und Christus ist nach wie vielen Tagen auferstanden von den Toten? Drei, genau. Ja, deswegen, wenn Christus hier am 14. Tag des ersten Monats starb, das ist der erste Tag. Dann am 15. Tag des ersten Monats im Grab lag, der zweite Tag. Also hier wurde er schon zum Grab gelegt. Also erster, zweiter. Und was ist dann der dritte Tag? Der 16. Tag des ersten Monats. Also ich schreibe das jetzt mal. Und lasst euch jetzt bitte nicht zu sehr hier von der Proportion zu sehr beeinflussen. Es ist der 16. Tag des ersten Monats, wo Christus jetzt als der Erstling von den Toten auferstand.
Also es ist das Fest der Erstlinge. Und so sehen wir, wie diese ganzen Feste auf wen hingedeutet haben. Auf Christus. Ja. Also, und deswegen, ja, all diese zeremoniellen Handlungen waren dazu da, um auf Christus hinzudeuten, seinen Kreuzestod und auf sein Erlösungswerk. Und ja, als Christus das dann anfing zu erfüllen, war es nicht mehr vonnöten. Also wir haben jetzt hier das Fest der Erstlinge, wo Christus jetzt auferstanden ist, am 16. Tag des ersten Monats. Deswegen, wenn dann steht, dass das Fest der Erstlinge am Tag nach dem Sabbat war, kann es dann der zweite zeremoniale Sabbat sein? Nein, das ist die richtige Antwort. Und warum nicht? Genau, weil sonst müsste Christus länger als diese 3 Tage im Grab geruht haben. Ja, wenn man sagen würde, es wäre der zweite zeremonielle Sabbat, dann müsste der Christus 1 Tag später als Erstling auferstanden sein. Und dann wäre uns ja... Dann müsste es ja der wievielte Tag sein? Der Tag nach dem zweiten Zeremonialsabbat ist der wievielte? Der 22. Ja, wenn man das jetzt einfach mal sagen würde, der 22. Wo ist Christus denn nochmal gestorben? 14. Also, ja, wenn er hier als Passa gestorben ist und hier als Erstling auferstanden ist, wie viele Tage müsste er dann im Grab geruht haben? 8 Tage, genau. Ja, deswegen, es kann also nur dieser erste zeremonielle Sabbat gewesen sein, der das erfüllt. Okay? Und das lesen wir jetzt auch als Bestätigung in Ellen White's Schriften. Lesen wir das gleiche Zitat wie eben, jetzt einfach nur das komplette Zitat, des Patriarchen Propheten 520, Paragraph 3. Da steht, auf das Passa folgte, das Passa war hier, folgte das 7-tägige Fest der ungesäuerten Brote. Der 1. und der 7. Tag dieses Festes der ungesäuerten Brote waren andachtsvolle Versammlungstage, an denen keine niedere Arbeit verrichtet werden sollte. Am zweiten Tag von was? Ja, also am ersten Tag war... Der erste Tag der Ungesäuerten. Genau, am ersten Tag der ungesäuerten Brote war eine heilige Festversammlung. Jetzt sagt sie, am zweiten Tag der Fest der ungesäuerten Brote steht hier. Am zweiten Tage wurden Gott die Erstlingsfrüchte des Jahres dargebracht. Also sehen wir, der zweite Tag dieses Festes der ungesäuerten Brote war dann das Fest der Erstlinge. Es muss also der 16. Tag des ersten Monats gewesen sein. Ja. Das war der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Das war der zweite Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Und hier wurden jetzt die Erstlingsfrüchte dargebracht. In Palästina war Gerste das früheste Getreide und es reifte gerade zu Beginn des Festes. Eine Gerstengabe schwangen die Priester vor dem Altar als Bekenntnis, dass alles ihm gehörte. Erst nach dieser Zeremonie durfte die Ernte eingesammelt werden. Also, ganz wichtiger Punkt, was mussten die Juden machen, bevor sie anfangen durften zu ernten? Die Erstlingsfrucht darreichen. Genau, sie mussten die Erstlingsfrucht darreichen. Das heißt, erst als sie die Erstlingsfrucht dargereicht haben, und konnten sie jetzt ernten. Und was war diese Erstlingsfrucht in ihrer Zeit? Genau, es war Gerste. Gerste, sagt sie, hier war das erste Getreide, was gereift war. Und das sollten sie jetzt darbringen. Gut. Wir machen jetzt noch dieses Fest und dann noch das Pfingstfest. Das gucken wir uns an und dann machen wir auch eine kurze Pause. Und dann schauen wir uns die letzten 3 Feste an. Okay, lasst uns auf Seite 4 gehen. Da sehen wir jetzt,
direkt im ersten Zitat fasst Ellen White das einfach nochmal kurz zusammen. Da steht, das geschlachtete Lamm, das war Passa, das ungesäuerte Brot und auch die Erstlingsgabe wiesen auf wen hin? Auf den Erlöser. Also alle drei Feste schaffen Christus voraus. Ja. Nun gehen wir jetzt mal zu Matthäus Kapitel 27 und schauen wir uns an, was passierte, als Christus am Kreuz starb. Matthäus Kapitel 27 und dann lesen wir die Verse 50 bis 53. Dort steht Folgendes. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Also er stirbt jetzt hier am Kreuz. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also als Christus starb, was passierte mit den Gräbern? Genau, Gräber öffneten sich. Und dann kam wer hervor? Genau, das steht, es ging aus den Gräbern hervor, oder es steht, die viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Ja, die Gottlosen, die blieben weiter ruhen. Aber sind dort Heilige auferstanden? Aber wann sind sie auferstanden? Nach Vers 53. Schon vor Christus oder nach Christus? Genau. Also Christus ist als Erster auferstanden, erst der Erstling. Und dann, nach seiner Auferstehung, kamen dann noch diese anderen Heiligen aus ihren Gräbern und haben dann Zeugnis abgelegt von dem, was passiert ist. Nun, ich möchte euch darauf hinweisen, ja, dass Christus die perfekte Erfüllung von diesen Erstlingen ist, aber auch sein Volk kann diese Erstlinge darstellen. Und zwar, wir sehen ja, wer musste in dem typischen Dienst, also in dem Dienst im Heiligtum, wer musste diese Erstlingsgabe darbringen? Der hohe Priester. Genau, das musste der Priester vollbringen. Und wen stellt der Priester dar? Jesus, auch Jesus. Ja. Deswegen, Jesus kann ja nicht sich selbst in dem Sinne, okay, er bringt sein eigenes Blut dar, aber er bringt auch eine Gabe dar. Und diese Gabe, die der Herr mit sich gebracht hat, waren diejenigen, die mit ihm auferstanden sind. Es waren sozusagen die Erstlinge, die Ersten, die aus den Gräbern auferweckt worden sind und mit ihm dann in den Himmel gefahren sind. Und das schreibt auch Ellen White jetzt hier im Leben Jesu. Lasst uns das lesen. Leben Jesu, Seite 788, Paragraph 1 bis 3. Und wir werden nicht alles lesen, sondern nur die fettgedruckten Sachen. Da steht, er, das ist Jesus, war das Gegenbild der Webegabe. Seine Auferstehung erfolgte am gleichen Tag, an dem die Webegabe dem Herrn dargebracht werden sollte. Das ist jetzt diese Erstlingsfrucht, die wurde als Webegabe. Ja, das heißt, die Gabe wurde ja, gewebt, das bedeutet so hin und her geschwungen. Und Christus hat das erfüllt am gleichen Tag. Als Christus auferstand, brachte er eine große Anzahl von denen, die in Gräbern gefangen waren, ins Leben zurück. Und jetzt noch der dritte Paragraph, das fettgedruckte. Sie fuhren mit dem Herrn gen Himmel, als ein Zeichen seines Sieges über den Tod und über das Grab. Diese, sagte Jesus, sind nicht länger mehr Gefangene Satans. Ich habe sie erlöst. Ich habe sie als Erstlingsfrüchte meiner Macht aus dem Grab hervorgebracht. Ja, also hier sehen wir auch, dass diejenigen, die mit ihm auferweckt worden sind, waren diese Erstlingsfrüchte, die der Herr dann mit sich gebracht hatte. Und zum Abschluss machen wir jetzt noch, gehen wir noch zur Offenbarung 14. Lesen die Verse 1 bis 4. Offenbarung 14, Verse 1 bis 4.
Und da werden wir auch nicht alles lesen. Aber lesen wir Vers 1, damit wir wissen, wovon es hier handelt. Dort steht: Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Also es handelt jetzt hier von den 144.000. Und wie werden sie genannt in Vers 4? Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Ja, für Frauen steht symbolisch für Lehren. Ja. Also sie haben sich nicht mit diesen falschen Lehren befleckt. Denn sie sind jungfräulich. Ja, wir wissen das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Sie sind diese klugen Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Also hier sehen wir, die 144.000 stellen diese Erstlinge dar, die Gott erkauft hat. Okay, und deswegen, bevor der Herr diese ganze Ernte einfahren kann, muss er zuerst diese Erstlinge sammeln, ja, diese 144.000. Ich denke, wir machen jetzt schon am besten eine Pause von 10 Minuten und dann treffen wir uns gleich nochmal wieder und gehen die letzten Feste durch. Das wird dann auch nicht mehr so lange dauern. Okay, lass uns eine Pause machen. Lass uns mit einem Gebet in die Pause gehen. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du uns durch die ganzen Feste und die ganzen zeremoniellen Handlungen von damals geistliche Wahrheiten lehren möchtest, und wir möchten dich bitten, dass wir diese Grundlagen verstehen, damit du darauf weitere Erkenntnis aufbauen kannst und damit wir vor allem nicht in irrtümlichen Lehren gefangen werden, die so stark sich gerade im Adventismus verbreiten. So bitte sei mit uns und hilf uns, Herr, dass wir trotz der vorangeschrittenen Zeit nochmal aufnahmefähig sind gleich und diesen Vortrag auch noch abschließen können. Wir danken dir für deine Gnade, dass du uns bisher geholfen hast, und wir preisen dich für alles in Jesu Namen. Amen. Mhm.